herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wieder von heute von Hamburg nach Kiel. Wir haben heute 5 Tonnen geladen, und zwar medizinische Impfstoffe. Und ja, da fahren wir jetzt los. Wir haben heute 113 Kilometer vor uns, und ja, da fahren wir, wie gesagt, jetzt los. Jetzt ja erstmal wieder durch Hamburg durch. Wird jetzt erstmal wieder ein bisschen länger dauern, sage ich jetzt mal. Aber gut, die Zeit haben wir ja, weil wir haben heute nur 113 Kilometer. Genau, ansonsten, es ist jetzt schon wieder, ja, dunkel. Oder es wird gerade dunkel. Oder, nee, besser gesagt, es wird gerade hell wieder. 4.18 Uhr ist ja gerade in-game. Es wird gerade wieder langsam hell. Und ja, wir sind wieder in, im Multiplayer unterwegs. Auf Sim 1 diesmal wieder. Ich habe mir jetzt die Promo so weiter runtergeladen. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwie Lust drauf habe. Eventuell war ich gestern Abend im Stream mal auf der ProMods unterwegs. Falls ich da live war, also falls es funktioniert hat, war ich da live, also war ich live. Ich nehme das Video jetzt gerade schon am Montag Nachmittag auf, da ich am Dienstag Nachmittag keine Zeit habe, und ja, Dienstagabend wollte ich eigentlich streamen. Ich weiß nicht, ob es zeitlich funktioniert hat. Wenn ja, dann war ich auf jeden Fall gestern. Oho, Abend live. Genau. Da sind wieder die Profis unterwegs, sehe ich schon. Genau, also wie gesagt, normalerweise war ich gestern Abend live. Wie gesagt, viel dazu kann ich wieder nicht sagen, weil ich da, ja, weil ich das Video jetzt einfach schon vorher aufnehme. Genau. Sonst, ja, heute ist schon wieder Mittwoch, die Hälfte der Woche haben wir schon wieder geschafft. Für mich, ja, mehr, was war denn das? Für mich mehr wie die Hälfte von der Woche, weil ich am Freitag, ja, nicht arbeiten gehe. Erzähle ich euch am Freitag im Video dann, warum, weshalb und so weiter. Aber ja, das zudem. Also ich gehe jetzt praktisch bloß mehr morgen dann in die Arbeit, und dann war es das schon wieder mit der Woche. Für mich. Genau. Ansonsten, ja, Neuigkeiten gibt es so keine, weder von E-Test noch von LS gibt es Neuigkeiten, da ist alles beim Alten geblieben. Und ja, sonst gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Wie gesagt, normalerweise war ich gestern Abend live. Ja, mal schauen, ob es wirklich dann so ist, aber ich denke schon mal, also wenn es von der Zeit her funktioniert hat, dann war ich auf jeden Fall live. Genau, ansonsten, ja, ein paar Neuigkeiten gibt es trotzdem, und zwar ITS hat jetzt ein paar Neuigkeiten zu der 1.53 schon veröffentlicht. Die 1.52 ist ja noch nicht mal veröffentlicht worden, richtig, und jetzt gibt es schon Neuigkeiten zu der 1.53. Ja, jetzt geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Deswegen gibt es da auch ein paar Neuigkeiten. Also da in der 1.53 sind dann ein paar Städte wieder überarbeitet. Und in der 1.52 kommt so ein Fahrschulsystem. Wie genau das ausschauen wird, weiß man noch nicht wirklich. Also ein paar Bilder gibt es da schon, aber genau weiß man es nicht. Und sonst, ja, gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Rechts halten und dann die Ausfahrt. Genau, heute wieder mit Vollstrick, und ich muss sagen, heute läuft irgendwie Vollstrick wieder flüssiger wie im letzten Video. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt Vollstrick wieder auf meinen anderen Monitor, also nicht auf meinen, also auf den Monitor, wo sich eigentlich schon durchgehend hatte. Jetzt zwischenzeitlich hat sich auch einen anderen Monitor, aber jetzt habe ich wieder auf meinen, ich sag mal, alten Monitor, und ja, es läuft wieder. Bis jetzt muss ich sagen, also in dem Video gab es jetzt noch keinen wirklichen Ruckler, wo ich sagen muss oder sagen könnte, dass es einfach nicht funktioniert. Und irgendwie komischerweise, ich weiß nicht warum, aber meine PC-Leistung ist jetzt auch nicht so auf Anschlag. Ist sie zwar sonst auch nie, aber jetzt ist sie ja nicht mal ansatzweise auf Anschlag. Keine Ahnung, was das ist. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Und ja, dementsprechend, ja, wenn es so weitergeht, können wir auf jeden Fall links halten. Können wir auf jeden Fall so weiter, ja, die Videos aufnehmen mit Vollstrick, und ja, dann passt es.
Genau, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und jetzt gerade habe ich mich zu früh gefreut, jetzt gerade ruckelt schon wieder falsch zurück. Das liegt aber an den Tunnel, glaube ich. Ja, jetzt soll es wieder besser werden. Das lag an den Lichtern, ja. Es lag zu 80% an den Lichtern, weil jetzt ist wieder nichts, komischerweise. Es lag an dem Tunnel oder an den Lichtern, keine Ahnung. Naja, ist halt so. So, schauen wir mal kurz, 93 Kilometer haben wir noch. Da schauen wir mal kurz auf die Karte, also jetzt eigentlich ja. Nur noch Autobahn und dann ein Stück. Hoppala, was steht denn der da? Uiui, hat mich jetzt gerissen. Na, dass wir den nicht erwischt haben. Und dann ja, in Kiel ist es eigentlich auch nicht mehr viel zum Fahren. So, jetzt fängt es an zu regnen. Mal schauen, ob der Regensensor diesmal funktioniert oder wie es mit denen ausschaut. Weil das letzte Mal wollte er wieder nicht. Teilweise funktioniert er, teilweise funktioniert er nicht. Das ist auch immer so die Frage, alle Fragen, ob er jetzt wieder funktioniert oder nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, vor uns fährt jetzt gerade einer auf der linken Spur mit Rundumleuchten. Und ja, kommt irgendwie auch nicht voran, also fährt auch nicht wirklich schneller wie wir. Okay, der Scheibenwischer funktioniert, also der Regensensor funktioniert auf jeden Fall auch. Liegt es heute an mir? Oder ruckeln die anderen heute alle so? Der eine gerade in Hamburg auf der Brücke ist ja auch irgendwie disconnected oder was weiß ich. Kann auch nicht an mir liegen. Und ja, im Multiplayer gibt es was Neues, und zwar schaut jetzt das Tab-Menü, sage ich jetzt mal, so aus. Ja, schaut jetzt anders aus. Zumindest das. Die anderen Einstellungen, die sind immer noch, ja, ich sag mal, alt. Genauso wie den Job erstellen und so weiter. Das ist alles noch alt. Aber so schaut das neue Menü aus. Wurde jetzt auch ein bisschen überarbeitet. Genau. Das zu dem, dass ihr da auch Bescheid wisst, also das ist jetzt schon seit, ich glaube seit Freitag oder was, ist das jetzt schon mittlerweile wieder so. Aber gut, viel hat sich ja da nicht geändert, außer dass es ein bisschen anders ausschaut. Genau. Und ich muss sagen, eigentlich mein Ping ist eigentlich okay. Bei mir sollte es heute eigentlich nicht liegen, sagen wir es mal so. Bitte links halten. Aber jetzt gerade ruckelt Feldzug schon wieder. Das kann natürlich jetzt auch am Regen liegen, tatsächlich. Weil der Regen ja trotzdem nochmal mehr PC-Leistung braucht, sage ich jetzt mal so. Weil ja, die Tropfen und so weiter müssen alle auf der Scheibe laden. Und so muss es tropfen und so weiter. Also da kann es sein, dass es jetzt an den Regen liegt. Vielleicht muss ich den Regen dann doch wieder ausstellen. Aber in der Außenansicht geht es heute besser tatsächlich. Jetzt gerade habe ich, ja, bin ich von der PC-Leistung deutlich runtergegangen, nachdem ich in die Außenansicht gegangen bin. Gut, in der Außenansicht ist ja in alles auch so, die ganzen Spiegel und so weiter müssen ja nicht laden. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil in der Außenansicht. So, jetzt nochmal in meiner schönen Außenansicht. Gut, jetzt. Müssen wir geradeaus weiter, oder? Ich hoffe mal. Man könnte auch aufs Navi mal schauen. Hoppala. Ah, wir sind gleich da. So, hier hört die Autobahn auf. Dann lassen wir uns noch aufholen. Hier sind 60, gut, wir wollen jetzt gerade noch ein bisschen schneller. Jetzt ist okay. Dann hier einmal rechts abbiegen. Okay, jetzt gerade ruckelt es wieder. In die Außenansicht. Müssen wir jetzt mehr in der Außenansicht noch vor, dass sie nicht ganz so ruckelt. So, jetzt hier einmal rechts abbiegen. Da muss ich aber in die Innenansicht, sonst wird das nichts. Dann hier nochmal rechts abbiegen. Und dann zum IKEA. Da müssen wir nämlich hin. Genau daher. Okay, oder IKEA heißt er ja da. So, dann schauen wir mal, dann fahren wir hier einmal so rum.
Dann warten wir mal, bis das Tor aufgeht. Wir sind fertig. Und dann müssen wir uns irgendwo dahin stellen. Ich weiß nicht wo. Dann schaut es nach Karte aus. Bitte hinter da vorne auf jeden Fall. Hoppala! Eieiei. Warum ging das Tor nicht weiter auf? Ja, sag einmal. So, weiter geht's. Ich weiß aber echt nicht, wo ich mich hinstellen muss. Ah, da. In die Halle rein, okay. Dann stellen wir uns halt in die Halle rein. Bestenfalls ohne irgendeinen Schaden noch zu bekommen. Aber das sollten wir hinbekommen, in die Halle rein. Wenn ich gesehen hätte, dass das Tor auch nicht weiter aufgeht, wäre ich natürlich auch nochmal zurückgefahren, aber ich habe einfach nicht aufgeschaut oder einfach nicht gesehen. Ja, da sind wir halt leicht, haben wir das Tor berührt, aber gut. Ist halt so. So, jetzt parken wir noch ein. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22-Video. Euch noch eine schöne restliche Woche und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.